Jo, Freunde, was geht ab? Ich habe mir ein neues Luftgewehr gekauft. Das wurde in diesem wunderschönen Koffer hier geliefert und Junge, wie groß der ist. Wisst ihr, warum der Koffer so groß ist? Weil das Luftgewehr groß ist. Wie man hier unschwer erkennen kann, ist von Hatzan und das ist das Hatzan Sniper L. Und ich glaube, das L steht für L. Und das Ding ist wirklich richtig lang. Ich meine, schaut euch das mal an. Schon langes Teil, oder? Falls ihr euch fragt, was an diesem Luftgewehr so besonders ist, zum einen, es ist wirklich sehr, sehr stark. Also ich glaube bis zu 156 Joule Power und das im Kaliber 6,35 mm. Das ist in diesem Kaliber mit Abstand das stärkste Luftgewehr, was ich jemals in meinem Leben geschossen habe. Ansonsten haben wir hier einen richtig fetten Tank, da ist ordentlich viel Luft drin, kann man schön viel mit schießen. Eine kleine Schulterstütze war hier auch mit dabei. Ich meinte natürlich Griff, den kann man zum einen hier vorne dran schrauben oder auch hier hinten an die Schulterstütze. Und diese Schulterstütze, Alter, die ist so besonders, daran lässt sich so viel verstellen, die kann man hier ausfahren, die kann man hier hoch und runter fahren, die kann man hier nochmal hoch und runter fahren. Alter, das ist so ein krasses Ding, wer hat das entwickelt, sowas habe ich noch nie gesehen. Auf der einen Seite ist es schon ziemlich cool, dass man da so viele Einstellmöglichkeiten hat, aber für mich persönlich ist das einfach zu viel. Eine normale Schulterstütze hätte es da auch getan, ey. Machen wir hier vorne weiter. Derek ist übrigens auch mit dabei. Tatkräftige Unterstützung. Hier vorne können wir auf jeden Fall auch einen Schalldämpfer dran montieren, aber ist nicht notwendig, denn so laut ist das Gewehr nicht. Wir haben hier einen ultra langen Lauf und ich glaube deswegen haben wir auch so viel Power unter anderem. Auf der rechten Seite befindet sich die Druckanzeige von diesem Tank hier und wie ihr sehen könnt, man kann bis zu 300 Bar da reinmachen. Alter, das ist so viel. Auf der linken Seite befindet sich die Druckanzeige von diesem Tank hier. Das Gewehr hat nämlich einen Regulator, das bedeutet, ihr schießt dann, wie in diesem Fall, jedes Mal auf 150 Bar. Also bei jedem Schuss ist die Geschossenergie gleich, so lange bis der Haupttank halt irgendwann leer wird. Wir werden das Luftgewehr gleich erstmal so testschießen und dann kann man hier an dem Rädchen einfach drehen. Aber dazu muss man erst den Tank abnehmen. Der Tank lässt sich auch einfach abnehmen, werde ich euch nachher zeigen, ohne dass man die Luft da vorher rauslassen muss. Das finde ich auch ziemlich cool. Und dann werden wir das auf jeden Fall hochstellen, um maximale Leistung zu haben. Was auch noch ziemlich cool ist bei dem Luftgewehr, man hat hier sehr viele Schienen. Also schaut euch das mal an. Auf der Seite, auf der Unterseite, auf der anderen Seite, da kann man Taschenlampe, Laser, was auch immer reinmachen. Hier kommt das Magazin rein. Hier haben wir einen wirklich sehr schönen Hebel. Den kann man auch auf die andere Seite montieren, wenn man das möchte, wenn man beispielsweise eben Rechtshänder, Linkshänder ist. Und ansonsten hier der Griff, der gefällt mir auch sehr gut. Schön aus Holz, aber falls einem der Griff nicht gefallen sollte, da war noch ein anderer Griff mit dabei. Das hier ist der andere Griff und ich weiß nicht, was mir besser gefallen würde. Also das finde ich so klassisch, fühlt sich richtig geil an, schön geriffelt und der ist hier halt so gummiert. Aber ich glaube, der gefällt mir schon besser. Der gummierte, der hat hier auch eine leicht andere Form. Also ich glaube, das liegt hier schon besser. In meiner Hand. Bisschen Zubehör war natürlich auch dabei. Wir haben hier drei Magazine und vielleicht kommt dem einen oder anderen von euch das Magazin bekannt vor. Und zwar dieses vollautomatische Hatzan-Gewehr hat die gleichen. Ich weiß gar nicht, wie viel Schuss da reinpassen. 18, irgendwie sowas um den Dreh. Dieser kleine Schlüssel, der ist dann hier für den Regulator. Und dieses kleine Werkzeug, das ist auch wirklich sehr praktisch. Damit kann man das Magazin hier dann nämlich arretieren, um das erste Geschoss da reinzustecken. Ich denke, das waren so im Großen und Ganzen die wichtigsten technischen Informationen. Preislich liegt das Gewehr bei rund 1000 Euro. Ich finde das auf jeden Fall voll in Ordnung. Und jetzt werden wir das erstmal testschießen. Ich bin so gespannt, wie durchschlagskräftig das ist. Ach halt, eine Sache habe ich vergessen. Wäre cool, wenn wir ein Visier drauf machen, oder? Ich habe hier noch was rumliegen gehabt. Ist jetzt nicht das beste Visier, aber besser als keins. Währenddessen Derek das montiert, sprechen wir nochmal ganz kurz über das Design. Also ganz im Ernst, ich finde, das Luftgewehr ist einfach ein bisschen zu lang. Es könnte schon ein bisschen kürzer sein. Aber auf der anderen Seite verpasst es dem Luftgewehr dadurch halt so einen voll krassen Sniper-Look. Also ich kann mich irgendwie nicht entscheiden, ob mir das optisch gefällt oder nicht. Da müssen mich schon die inneren Werte überzeugen. Und ich finde das auch richtig so. Es kommt auf die inneren Werte drauf an und nicht auf die Länge. Bevor wir schießen können, müssen wir natürlich erst das Magazin auffüllen. Werkzeug ist dran und so könnt ihr das dann halt aus der Hand fallen lassen. Nee, so könnt ihr das dann halt spannen. Aber am besten mit zwei Händen. Als allererstes schießen wir hier auf den guten Ballistik-Gel-Block, wo dieses fette Holzbrett drin verarbeitet ist. Und mal gucken, wie durchschlagskräftig das jetzt sein wird. Wir spannen das Luftgewehr, führen das Magazin ein.
Oh Mann, das geht schon wieder gut los. Und zwar haben wir jetzt einfach 3 Schuss da drin. Weil dieser Hebel hier, wenn er zu ist, der geht so leicht nach hinten. Schaut euch's mal an. Bam. Was ist das denn? Alter. Das warte mal, warte mal. Nur vom Rumdrehen. Nochmal. Schaut euch das mal an. Man dreht das rum und dann geht er schon nach hinten. Ja, das ist ja jämmerlich, Alter. Das ist auf jeden Fall ein fetter Minuspunkt. Naja, gucken wir mal, was passiert, wenn man 3 Schuss auf einmal drin hat. Macht das auf gar keinen Fall nach, Freunde. Und falls ihr noch mehr Luftgewehre sehen wollt auf meinem Kanal, lasst einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Bist du bereit für den Triple Shot? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Schaut euch das mal an, Freunde. Das ist so heftig. 3 Schuss, ungelogen, auf einmal. Es ist auch in das Holz reingegangen. Und hier können wir sehr gut erkennen, dass es das gesamte Holz durchgeschlagen hat. Und da sind die Geschosse. Alter, wie viel Power das Luftgewehr hat, ne? Ungelogen, 3 Schuss auf einmal, krank. Ey, ist so witzig, wie wir jetzt außersehen rausgefunden haben, dass man echt mit dem Luftgewehr 3 Schuss auf einmal abgeben kann. Man hat einen Triple Shot. Ich glaube, das ist zwar nicht so gut für das Luftgewehr, ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist. Aber auf der anderen Seite, die Geschosse, die sind ja nur aus Blei, ne? Schreibt mir mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Jetzt machen wir nochmal einen schönen Einzelschuss. Ich denke, man kann den Hebel auch bestimmt noch fester stellen. Ich meine, den kann man ja auch auf die andere Seite schrauben. Ja, aber wir schießen jetzt mal hier Einzelschuss einfach ohne Magazin, schieben das jedes Mal mit dem Finger rein. Denn ich habe so das blöde Gefühl, es fängt gleich an zu regnen. Also wir sollten uns beeilen. Also erster richtiger Schuss, Freunde. 3, 2, 1. Wow. 3, 2, 1. Wow, wisst ihr was krasses, Freunde? Das Geschoss ist nicht durchgeschlagen. Ich kann euch auch gleich sagen, wieso. Hier könnt ihr es von der Seite nochmal ganz genau sehen. Das müsste im Holz stecken und bei dem Dreifachschuss sind die durchgekommen, weil der erste Schuss hat das Holz bestimmt so ein bisschen durchgeschlagen und die anderen beiden, die hatten dann nicht mehr den gesamten Weg dadurch. Also mit dem Dreifachschuss hat man einfach viel mehr Durchschlagskraft. Unglaublich. Boah, das Video entwickelt sich schon wieder in eine ganz andere Richtung, als wir am Anfang geplant hatten. Derek meint gerade, wollen wir mal einen Vierfachschuss ausprobieren? Ja, Mann, genau das machen wir jetzt. Also eins ist schon drin. 2. 3. 4. Ach, warte mal, oder? Oh, mach 5. Komm, mach gleich 5 jetzt. Also 5 Schuss haben wir jetzt drin. Warnung! Auf gar keinen Fall nachmachen, das ist ein wissenschaftliches Experiment. Und dient einem wissenschaftlichen... 3, 2, 1. 2, 1. War auf jeden Fall kein schlechter Schuss. Knapp da drüber getroffen, aber schaut euch das an. Ich glaube nur leicht ausgebeult. Also ging nicht durch. Das bedeutet, Dreifachschuss ist effektiver als Fünffachschuss. Ich würde sagen, wir probieren nochmal einen Doppelschuss. Hey, machen wir nur 2 rein. Ja. 1. 2. Und das holen wir wieder raus. 3, 2, 1. 2, 1. Wow, schaut euch das an, Freunde. Also Doppelschuss war auf jeden Fall leiser als Einzelschuss. Und wie ihr sehen könnt, Alter, das wird ja komplett durchschlagen. Das gibt's ja gar nicht. Wir machen das noch einmal. Ich will das nochmal auf einer anderen Stelle sehen. Also, zweiter Zweifachschuss. 3, 2, 1. Oh Mann. 2, 1. Boah, das ist echt komisch. Das war der Treffer. Der ging auf jeden Fall ins Holz, aber nicht durch. Da kann man sehen, das Holz ist nur ausgebeult. Also, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Entweder hatte dieser Schuss nicht so viel Power wie der Schuss davor oder die Geschosse, die sind irgendwie nicht exakt genauso geflogen oder das Holz ist einfach an der Stelle dicker als an der anderen. Dichter als an der anderen. Keine Ahnung. Schreibt mir mal bitte eure Meinung in die Kommentare. Was wir jetzt machen, wir machen da mal ein bisschen mehr Druck drauf. Also, um den Druck beim Regulator zu erhöhen, muss erstmal die Flasche ab. Und um die Flasche abzunehmen, nehmen wir hier erstmal diesen schönen Schutz ab. Oh yeah. Zweiter Schritt, Flasche einfach abschrauben. Ein bisschen Luft sollte gleich entweichen, aber nicht allzu viel. Oh.
Das ist echt geil, dass man hier einfach so die Flasche entnehmen kann und die Luft bleibt drin, weil falls sie leer sein sollte, kann man einfach eine neue volle draufschrauben und direkt weiterballern. Wie ihr sehen könnt, Regulator ist jetzt auch leer. Das bedeutet, wir können unser Werkzeug hier nehmen und einfach hier auf Plus schrauben. Und jetzt schrauben wir die Flasche wieder drauf. Oh yeah, mal gucken, wie viel Bar wir jetzt drauf haben. Nur noch 150, aber es kann ja auch nicht viel mehr drauf sein, weil auf der großen Flasche ist ja auch nicht mehr so viel drin. Zum Glück haben wir hier unseren Kompressor dabei, den schließen wir an unsere kleine Powerbank an und dann pumpen wir das Ding nochmal full. Wir haben das jetzt nochmal aufgepumpt und wir können jetzt auf 250 Bar schießen. Mal gucken, ob wir damit das Holz durchschlagen. Und was mich auch interessiert, ob das jetzt lauter sein wird als vorher. Wir finden jetzt heraus, wie laut das ist. 3, 2, 1. Geht? 3, 2, 1. Oh yeah, Freunde, tatsächlich haben wir mehr Power. Schaut euch das an. Ein schöner Durchschuss. Da könnt ihr das Geschoss sehen. Aber komplett durch ist es nicht gegangen. Nichtsdestotrotz, Alter, das ist eine Power, das könnt ihr euch nicht vorstellen, das ist schon ordentlich. Als nächstes testen wir mal, welchen Schaden das an einer Kokosnuss anrichtet. Diese Kokosnuss habe ich ausgetrunken, war wirklich sehr lecker und dann habe ich Wasser wieder da reingefüllt. Die platzieren wir hier schön und ich hoffe, Derek wird sie erwischen. Auf die Plätze, fertig, los! Oh, Alter, die wurde ja gespaltet, was? Fertig, los! Alter, das war echt verdammt krass. Schaut euch das an, wie weit das Ding auch weggeflogen ist. Nicht übel. Boah, es hat einfach so viel Druck gehabt, dass die Kokosnuss auseinandergerissen wurde. Und schmeckt gut? Ja. Hey Derek, das war ein sehr guter Schuss. Danke. Hey Derek. Das war ein sehr guter Schuss. Danke. Hey Derek. Hä? Das war ein sehr guter Schuss. Vielen, vielen Dank. Freunde, als nächstes nehmen wir uns hier mal diesen Topf und mal gucken, ob wir da durchballern können. Das wird auch heftig, glaube ich. Die Pfanne ist platziert. Ich hoffe, das wird ein Durchschuss. Aber mal sehen. 3, 2, 1. Ich glaube, das sah ganz gut aus, hä? 1. Wow, Freunde, das ist krass, ey. Das ging einfach durch wie Butter, gar kein Problem. Da steckt auch ein Geschoss in der Wand. Ich weiß nicht, ob das von der Kokosnuss ist oder von der Pfanne. Keine Ahnung, aber interessant, dass es da steckt. Auf jeden Fall heftig, oder was meint ihr? Weiter geht's jetzt mit dieser Pfanne hier von Jamie Oliver. Ich glaube, die ist schon echt stabiler. Aber mal sehen, was passieren wird, ey. Ich muss sie hier erstmal durchkriegen, durch den Tisch am besten, damit die schön platziert ist. Ich brauche deine Hilfe. Hau die mal bitte durch das Loch da. Andersrum bitte. Mann, das hast du jetzt! Gibt's doch nicht. Oh yeah, das ist gut. Oh yeah, Pfanne ist platziert. Derek ist auch bereit. Ich bin auch bereit. Let's go. 3, 2, 1. Boah. 3, 2, 1. Ja, Mann. Genau wie ich es vermutet habe, die Pfanne ist tatsächlich stabiler. Schaut euch das mal an. Da haben wir getroffen. Von dem Geschoss ist wahrscheinlich überhaupt nichts mehr übrig. Und hinten haben wir eine leichte Beule. Also, ich glaube, diese Pfannen sind für die Zukunft ein richtig guter Richtwert, wenn wir versuchen wollen, irgendwo durchzuschießen, um zu testen, wie durchschlagskräftig verschiedene Waffen bzw. Geschosse sind. Geiler Nippel. Für den nächsten Schusstest stellen wir jetzt mal ein paar alte Smartphones und Handys auf. Und dann gucken wir mal, ob wir durch alle ballern können. Ich glaube, das wird interessant. Wir müssen aber erstmal schauen, dass wir schaffen, die aufzustellen. Aber das sieht auch ganz gut aus. Ey, das brauche ich noch, Alter. Das war mein altes Handy früher. Da sind bestimmt noch irgendwelche geilen Bilder oder Daten oder Videos drauf. Das kannst du schon Bilder machen? Ja klar, hier Kamera. Das war damals das Arbeitshandy von meinem Papa. Und der hat mir das einfach gegeben, anstatt das selbst zu benutzen. War auf jeden Fall voll lieb. Und jetzt schießen wir erstmal auf die Handys. 3, 2, 1. Oh yeah, das war ein richtig schöner Treffer, glaube ich. 3, 2, 1. Das war, glaube ich, ganz vorne. Ja. Das ist auf jeden Fall ein glatter Durchschuss. Und das war das zweite Handy. Das war schon gar kein Durchschuss mehr. Also es wurde zwar hier gut auseinandergelegt, aber die Durchschlagskraft war jetzt nicht so heftig bei Handys. Also Handys sind schon echt kugelsicher. Aber man muss an dieser Stelle auch sagen, es sind alte Handys und früher waren die Sachen ja viel stabiler. Also wenn man das hier so tragen würde, zwei Stück übereinander, die würden dich schützen, wenn bei einem Luftgewehrschuss. Mit Bleikugeln.
Also im Großen und Ganzen bin ich damit nur... Ihr habt es gesehen, Alter. Ist schon wieder zur Hälfte gespannt gewesen. Ich bin nur so halb zufrieden damit. Also, Alter. Ich hoffe, dieses Video hat euch gut unterhalten. Hier gönne ich zwei weitere zusammen schauen. Wir sehen uns. Peace.